Wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Kind ein hat, was kann man dann tun? Liebe Geschwister, die Sache ist nicht immer gleich ein. Heutzutage, ich meine jetzt nicht die Schwester hier, heutzutage haben wir auch eine Krankheit. Wir haben selber eine Krankheit. Immer wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, der hat ein, der hat Jinn. Einmal haben zwei Brüder nebeneinander gebetet. Der eine hat nur gezuckt mit der Schulter. Ich sagte, A'udhu Billahi, Achi, hast du mal gecheckt, ob du einen Jinn hast? Ja, nee, jetzt darf man nicht mal mehr zucken. Deswegen, das ist bei uns zu einer Krankheit geworden. Nicht alles ist ein. Na, und was sollte man seinen Kindern beibringen? Das Dua, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Hasan und al-Hussein radiallahu anhum beigebracht hat. A'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin. Ich dachte, du wolltest das Dua sagen. Wa min kulli aynin lamma. Wenn man das ihm beibringt, walhamdulillahi rabbil alamin, das ist gegen ein.